So, willkommen zu einem kleinen Spezial heute auf meinem Kanal, passend zur aktuellen Corona-Krise. Ich hoffe, euch geht es soweit gut, beziehungsweise wenn ihr euch infiziert habt, dass ihr auf dem Wege der Besserung seid und auch sonst, ja, dass es euch einfach jetzt in dieser schweren Zeit, an nichts mangelt. Ja, ich habe mir heute drei Filme ausgesucht, die ich, ja, schon lange nicht mehr gesehen hatte und jetzt eben nachgeholt, also was heißt nachgeholt, aber mal wieder angeschaut habe, alle in ihrer jeweils längeren Fassung. Ich kannte davor tatsächlich immer nur die Kinofassung der einzelnen Filme. Und ja, ich stelle es euch einfach mal kurz vor und gebe euch meine Gedanken dazu wieder. Ich denke, Shining oder ja, ist einfach am offensichtlichsten, dass der jetzt Stichwort Quarantäne beziehungsweise in einem Raum oder ja, man ist zumindest etwas eingeschlossen, sagen wir es mal so, dass der dann natürlich thematisch mit am besten dazu passt. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal mit King Kong an. Da habe ich hier dieses schöne Steelbook nicht geprägt. Die deutsche Variante war ja geprägt. Ich hatte mir das hier aus Italien importiert. Hier leider mit einer unschönen Delle. Die kriegen das in diesem Leben leider nicht mehr hin, scheint mir Amazon. Und es handelt sich aber komplett um die deutschen Discs. Und ja, ich hatte den, nachdem ich den die ersten beiden Male gesehen hatte, ist aber eben wie gesagt lange her gewesen, tatsächlich in den Meisterwerkstatus erhoben. Will ich jetzt ein bisschen revidieren. Peter Jackson hat natürlich ein Faible, immer die Szenen zu lange zu halten bzw. auszukosten und dass so der Rhythmus des Films darunter leidet. Und jetzt hier in der Extended-Fassung, ähnlich wie bei Herr der Ringe, die er angefertigt hat, bekommt man quasi noch mehr Action. Und das heißt, wenn man die Action eh schon mochte, weil der Film ist ja, sobald sie auf die Insel kommen, ein einziges Actionfest. Man kriegt davon also noch mehr, nochmal 15 Minuten mehr. Dadurch kommt der Film auf stattliche 3 Stunden und 20 Minuten, was wirklich Sitzfleisch erfordert. Aber es ist immer noch, wie ich finde, unterhaltsam. Es hat immer noch diese Mischung aus Abenteuergeschichte, natürlich Aufbruchsstimmung, sehr gute Practical, also Sets, eigentlich Set-Pieces und CGI. Ist hier und da nicht perfekt gealtert, aber speziell King Kong sieht auch heute noch, finde ich, sehr gut aus. Gerade die Emotionen kann man wirklich gut ablesen auf seinem Gesicht. Beide Cuts finden sich auf der 4K wieder. Die 4K allerdings ist ein recht zweischneidiges Schwert. Es ist auch nur ein Upscale, was daran liegt, dass der Film natürlich so viel ja, Computereffekte hat, dass man quasi die neu rendern müsste. Und darum kann man kein echtes Fe und die Arbeit will man sich hier wohl nicht machen. Ich hoffe, sie sich bei Herr der Ringe, Warner Brothers. Und hier hat man sich die Mühe eben nicht gemacht. Man hat jetzt nur den Kontrast erhöht. Und dadurch überstrahlen die Bilder häufig. Teilweise hat man auch wechselhafte Schärfe, mal in Close-ups richtig scharf und sobald ein bisschen weiter weg ist, wird es fast schon unscharf. Also alles andere perfekt. Ich denke, es gibt deutlich bessere 4K-Transfers als hier. Das wirkt alles ein bisschen überstrahlt und überzeichnet. Nichtsdestotrotz ein sehr unterhaltsamer Film, dieser King Kong. Und von mir jetzt kein Meisterwerk mehr, meiner Meinung nach, aber immer noch ein Film, wo ich sage, okay, sowas würde ich eigentlich auch heute gerne wieder sehen. Aber der wäre dann halt so gut wie alle CGI, wenn man heutzutage sowas macht. Deswegen aber 8 von 10 Punkten. Tolle Action. Auch überraschend emotional. Die Verbindung mit King Kong und der Frau natürlich, die von Naomi Watts wirklich gut porträtiert wird. Ganz allgemein ist der Cast eigentlich ziemlich genial. Mit Jack Black, den ich total mag. Adrian Brody, der hier wirklich ganz toll ist. Und auch sonst ist es wirklich eine bunte Mischung. Der Cast, da kennt man einige Gesichter wieder. Und ja, dann gehen wir weiter zu Watchmen.
im Ultimate Cut. Dadurch kommt der Film auf sage und schreibe 3 Stunden und 35 Minuten. Und es ist hier nur die Blu-ray. Es gibt ja auch eine 4K-Version. Allerdings soll die 4K-Version schlechter sein als die Blu-ray, weil die 4K-Version hat einen Grünstich und hat wohl die weniger kräftigen Farben, was ich super strange finde, gerade wegen HDR und Dolby Vision sollte die 4K ja eigentlich besser sein. Die Blu-ray hat eine Wahnsinns, Schärfe und hat wirklich ein tolles Bild, gerade auch für die Laufzeit. Ich habe keine Kompressionsartefakte oder dergleichen feststellen können. Und dementsprechend ist die Blu-ray hier wirklich ein guter Kauf gewesen. Ja, der Ultimate Cut, ich kannte wie gesagt vorher nur die Kinofassung. Der Ultimate Cut hat noch einen Cartoon mitverarbeitet, der ab und zu eingeblendet wird und seine eigene Geschichte erzählt. Der bremst das Tempo durchaus aus. Also ich kann schon verstehen, dass man sagt, eigentlich brauche ich die Comic-Szenen nicht. Aber ich meine, ich mochte die Cartoon-Szenen und es muss einem halt klar sein, dass hier eigentlich zwei Filme in einem stecken. Zum einen der Director's Cut von Watchmen und dann eben noch dieser Cartoon, der seine eigene Watchmen-Geschichte erzählt. Und ja, aber insgesamt wirklich ein Mammutwerk, das schön in die Tiefe geht. Optisch war Zack Snyder wahrscheinlich nie besser als hier. Es ist wirklich ultra spektakulär, die Slow-Mos mit den Charakteren, dazu das Voice-Over von diesem Badass-Typen mit der Maske. Ich glaube, der heißt Rorschach oder so. Also, die haben ein bisschen strange Namen alle. Aber richtig cool. Auch Dr. Manhattan, hochinteressanter und spannender Charakter. Tolle Musik. Teilweise verliert die Musik ein bisschen Impact, muss ich sagen, weil sie ziemlich jetzt für Memes und dergleichen verwendet wurde. Stichwort Hello Darkness, my old friend. Das knallt halt heute nicht mehr so wie damals. Darf man sich beim Internet bedanken. Und ja, hier übrigens auch mit 6 Postkarten mit Beschreibungen der einzelnen Superhelden, was echt eine coole Sache ist. Und ja, Watchmen im Ultimate Cut, wahrscheinlich wirklich einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten. Nicht perfekt. Aber doch für das, was er macht und tut, sehr, sehr gut gealtert und hat tatsächlich eine gewisse Zeitlosigkeit, obwohl es jetzt schon 11 Jahre her ist, dass der Film erschienen ist. Und jetzt, wie gesagt, Premiere komplett synchronisiert auf Deutsch. Übrigens, wenn ihr das auf Deutsch schaut, man merkt die neu synchronisierten Stellen. Nicht wegen den Synchronsprechern, denn da wurden tatsächlich die alten komplett wieder konnten gewonnen werden, sondern es hat eine gewisse Blechernheit und dadurch merkt man, wenn es eine Extended-Szene ist, was ich auch mega weird finde, warum mit der heutigen Technik das blecherner wirkt als damals. Also es ist nicht perfekt, man gewöhnt sich dran, aber wenn man auf Englisch guckt, hätte man das Problem ja ohnehin nicht. Ich wollte es nur erwähnen und deswegen, Zack Snyder hat hier wohl sein bestes Werk abgeliefert. Ein ganz toller Film, einer tollen Geschichte. Muss wirklich mal die Graphic Novel irgendwann lesen. Ja, und dann, last but not least, der Klassiker schlechthin, Shining und im Extended Cut. Auch hier, Stanley Kubrick hatte zwei Fassungen angefertigt, eine für den europäischen Markt. Eine für den amerikanischen und die 4K-Behandlung hat jetzt quasi nur der Extended Cut bekommen. Dementsprechend kam der jetzt das erste Mal überhaupt auch nach Europa und die Szenen wurden neu synchronisiert. Auch hier, beziehungsweise was heißt es, auch hier anders als bei Watchmen, konnte man hier nicht dieselben Synchronsprecher verwenden. Teilweise natürlich, weil schon im Ruhestand oder verstorben. Und ja, man merkt's. Die Stimmen könnten unterschiedlicher nicht sein. Man merkt sofort, wenn die Stimme wechselt, das ist nicht wirklich ähnlich. Ich denke, sie hätten da wirklich einen besseren Job machen können.
Klar, die Alternative wäre gewesen, man untertitelt die englischen Passagen, aber dadurch, dass wir hier von über 23 Minuten mehr Material reden, halte ich die zusätzliche Vertonung der neuen Szenen durchaus für richtig. Allerdings, wie gesagt, man merkt es halt. Und dementsprechend, ja, kann das einen immer wieder rausreißen. Auch hier, das entfällt natürlich, wenn man sich das Ganze auf Englisch anschaut. Ja, ich habe mir hier den Italien-Import mal wieder geholt, wie bei King Kong. Wie gesagt, die Dinger haben alle übrigens auch deutschen, also nicht immer, aber so oft haben die deutschen Ton und kosten halt ein Drittel von dem, was in Deutschland aufgerufen wird. Ohne dieses hässliche FSK-Logo. Dadurch wird dieses schöne Cover nicht verschandelt, wirklich toll entworfen, gefällt mir sehr, sehr gut. Das Steelbook fand ich auch ultra hässlich mit diesem gelben Design. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Man hat hier halt auf Italienisch Unfilm die, also einen italienischen Ding, aber das stört mich überhaupt nicht, man kann es ja fast nicht lesen. Dazu kommt eben dieser wirklich schöne Schuber und im Deutschen hast du halt, wie gesagt, FSK 16 Logo aufgedruckt, bloß kein Schuber. Ja, hier hinten ist halt alles auf Italienisch, aber das ist mir Wayne Train. Und ja, es gibt auch Extras, die aber auch schon auf der alten Blu-ray-Fassung drauf waren. Unter anderem Making-of von der Tochter von Stanley Kubrick, die quasi hinter den Kulissen gefilmt hat. Das war hochinteressant. Da sieht man eben auch, wie schlecht Kubrick mit Shelley Duvall umgegangen ist, die ja mehrere Nervenzusammenbrüche am Set erlitten hat und der auch die Haare während des Drehs ausgegangen sind. Und, also nicht komplett, aber ne, vor Stress halt hatte sie die Haarbüschel in der Hand. Und dann halt der Gehorsam, sag ich jetzt mal, von Jack Nicholson, der überhaupt kein Problem damit hatte, 1000 Takes von irgendwas zu machen, der quasi blind Stanley Kubrick gefolgt ist. Total interessant. Checkt auf jeden Fall diese Doku mal aus. Geht auch nur 35 Minuten. Und dann gibt es noch ein interessantes kurzes Featurette zur Musik, weil ich würde sagen, boah, bei Shining funktioniert die Hälfte der Szenen deswegen so gut, weil die Musik so verdammt genial ist. Die Musik gehört sicherlich zu den besten Soundtracks ever, ever, ever. Und hier haben wir nochmal dasselbe in Grün. Wenn wir dann hier reinschauen, mal hier auf schwarzem Grund die 4K UHD und in Rot die Blu-ray, wo auch das Bonusmaterial drauf ist. Der Audiokommentar mit dem Erfinder der Steadicam, die hier natürlich ganz prominent gefeatured ist, ist auch auf der 4K drauf. Ja. Allgemein Stichwort Steadicam, die Kameraführung in diesem Film sieht so frisch und zeitlos aus. So viele Filme arbeiten heute mit dieser Technik, beziehungsweise kopieren diesen Stil. Auch diese Zoom-ins und Zoom-outs, das ist so beeindruckend, wie frisch dieser Film aussieht. Jetzt natürlich in 4K, auch nochmal tolle, kräftige Farben. Das Filmkorn ist natürlich aufgelöst, hat sogar Dolby Vision Support an Bord, und ja, allgemein eine Referenzscheibe durch und durch. Und durch diese Kameraführung wirkt der Film überhaupt nicht alt. Der wirkt, als wäre er heutzutage gedreht worden. Man sieht ihm nicht an, dass er jetzt schon 40 Jahre auf dem Buckel hat. Also die Kameraführung ist wirklich absolut göttlich. Soundtrack göttlich. Jack Nicholson ist Wahnsinn. Locker eine der besten Performances, die je auf Film gebannt wurden. Auch Shelley Duvall ist großartig. Also, man kann immer fragen, was das am Ende wert. Ich meine, man kriegt eine irre Performance. Sie sagt ja auch, sie ist rückblickend dankbar dafür. Manche unterstellen ihr, naja, dass sie jetzt heute so krank ist. Ich glaube, sie hat ja Alzheimer oder Demenz. Hat sie diesem dem Dreh hier zu verdanken, weil Kubrick sie an ihre psychischen Grenzen gebracht hat. Ist natürlich schwer zu beurteilen. Das Ergebnis auf Film ist aber makellos. Sie spielt fantastisch. An dieser Stelle auch nochmal eine Empfehlung mit der Fortsetzung Dr. Sleep. Da habe ich mir jetzt einmal im Kino die Kinofassung angeschaut gehabt und jetzt vor kurzem den Director's Cut, der das Ganze auf 3 Stunden hebt, also nochmal eine halbe Stunde länger geht. Der Director's Cut wird hierzulande erscheinen im Originalton mit Untertiteln, bekommt also keine Synchronisierung der erweiterten Szenen spendiert.
Ich persönlich empfehle aber tatsächlich die Kinofassung. Der Director's Cut teilt leider das Schicksal mit vielen Extended Cuts. Der Film wird dadurch ziemlich aufgebläht und er vertieft die Sachen nicht, sondern er erklärt eigentlich nur, was auch sonst recht, ja, sage ich mal, offensichtlich ist, wo eigentlich keiner Erklärung bedarf. Klar, es gibt so zwei, drei Szenen, wo ich sage, cool, die wären noch cool in der Kinofassung gewesen. Gerade am Ende im Overlook Hotel, ja, ist jetzt kein Spoiler. Ich denke, wer den Trailer gesehen hat, weiß, dass da die Reise letztendlich hingeht. Gibt es dann noch ein paar Fanservice-Momente, wo man sagen kann, okay, das ist cool. Aber als Erstsichtung würde ich auf jeden Fall die Kinofassung empfehlen. Wenn euch die gefallen hat, dann könnt ihr euch mal den Director's Cut anschauen. Aber meine dauerpräferierte Fassung ist, denke ich, dann auf jeden Fall die Kinofassung in Zukunft. Und ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass Dr. Sleep das Blade Runner 2049 von Shining ist. Aber es kommt schon verdammt nahe. Ich denke, da wurde ein super Job gemacht und es ist besser, also es ist viel besser, als man hätte, denke ich, erwarten dürfen, weil wer braucht eine Fortsetzung von Shining? Doch nun, da sie da ist, tut niemandem weh, es ist eine schöne Ergänzung und macht auf jeden Fall jetzt immer ein schönes Double Feature mit diesem Film. Ja, so, jetzt habe ich mich schon wieder hier um Kopf und Kragen geredet. Das sind jetzt so meine drei Empfehlungen, die ich mir mal wieder angeschaut habe. Ich finde alle drei super. Das hier ist natürlich ein Meisterwerk. Das hier ist für mich eine 9 von 10. Einer der besten Superheldenfilme überhaupt. Nicht perfekt, aber einfach extrem stylisch und ultra cool. Und ja, auch King Kong macht, finde ich, heute noch sehr, sehr viel Spaß. Und ist ein Spektakel, wie man es heute eigentlich nur noch selten zu sehen bekommt. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch mal zu sagen, passt auf euch auf, haltet euch an die Regeln. Es gibt auch wieder eine Zeit nach Corona, auf die wir uns freuen dürfen. Und wie gesagt, begreifen wir das Ganze jetzt als Chance, würde ich sagen. Besinnen wir uns und arbeiten wir vor allem unsere Pile of Shames ab. Ich denke, wir haben alle unsere Leichen, aka unsere 1000 ungesehenen Filme im Keller. Und ich denke, da wäre es jetzt Zeit, dass wir die rausholen und mal abarbeiten. Zumal die Streaming-Services ja alle ihre Datenrate drosseln und niemand Lust hat auf eklige Kompressionsartefakte. Würde ich sagen, schaut eure ungesehenen Filme an. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, passt auf euch auf und habt eine gute Zeit. Servus!